Hi, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Ruhland, Psychotherapeut, Paartherapeut und Traumatherapeut aus Saarbrücken. Und heute mache ich ein Video zum Thema, wie der Titel schon verrät, meine narzisstisch beste Freundin, toxische Beziehungen in Frauenfreundschaften. Also ein Video, das sich mit Narzissmus in Frauenfreundschaften befasst. Nicht so sehr aus reißerischen Gründen, sondern weil es wirklich was ist, was ich in der Praxis zunächst sehr positiv beobachte, dass Frauen oft eine ganz hohe Qualität an Freundschaften, ganz intime Freundschaften haben, die ungeheuer gewinnbringend sind, wo wir Männer eigentlich zurückstecken, weil wir zu so Freundschaften seltener oder erst im höheren Lebensalter in der Lage sind, wenn wir gelernt haben, uns mitzuteilen. Also Frauen haben oft eine hohe Qualität in Frauenfreundschaften, legen da enorm viel Wert drauf, erzeugen eine enorme Tiefe. Deshalb auch so ein bisschen der Geschlechterbias in diesem Video. Aber in solchen Beziehungen kommt es dann auch öfters mal, je nach Ausgestaltung, zu toxischen Beziehungen, narzisstischen Beziehungen. Und deshalb das kleine Video, weil ich das ganz oft auch in meiner Arbeit als Therapeut sehe. Zum einen, wie wohltuend Frauenfreundschaften sind, aber wie sehr Frauen auch darunter leiden, wenn eine Frauenfreundschaft schief geht. Deshalb im Folgenden mal so eine kleine Typologie an toxischen Beziehungen unter Frauen. Ihr könnt auch gern meine Videos zum Thema toxische Beziehungen und Narzissmus, die hier nochmal eingeblendet werden, anschauen, dass ihr genau wisst, wann Narzissmus vorliegt, wann eine toxische Beziehung vorliegt. Und deshalb jetzt im Folgenden auch die Typologie, wie sowas aussieht. Also nochmal ein kleiner Reminder, toxische Beziehungen sind immer Beziehungen, die nicht in Gegenseitigkeit stehen, wo einer draufzahlt und am Ende einer auch krank werden kann, depressiv werden kann, weil es zu Bindungsabbrüchen kommt, was dann oft bei mir in der Praxis endet. Die Merkmale von Narzissmus, wie gesagt, in den eingeblendeten Videos sich nochmal angucken. Und jetzt zur Typologie. Die erste narzisstisch-toxische Kombination in Frauenfreundschaften ist die eine, die immer im Mittelpunkt steht und einen Hofstaat um sich schart, aber nie an Gegenseitigkeit interessiert ist. Das gibt es bei Teenagern und jungen Erwachsenenfrauen oft so. So das Phänomen der College Beauty, die im Mittelpunkt steht, ist oft eine sehr sozial kompetente Frau, sehr hübsch. Wird eigentlich von allen Männlein wie Weiblein begehrt und steht im Mittelpunkt. Und dieses im Mittelpunkt stehen wird aber auch von ihr selber sehr narzisstisch ausgefüllt. Also sie teilt nicht, sie hält andere Freundinnen wie ein Hofstaat, wie Kammerdamen. Und es ist immer ein Gegenseitigkeitsgefälle in der Beziehung. Diese Variante gibt es auch auf ein bisschen höherem Niveau. Das ist sozusagen die Oberlehrerin, die Meinungsführerin, die immer wieder irgendwelche Frauenfreundschaften um sich schart, aber sie hat immer die Deutungshoheit in diesen Frauenfreundschaften. Sie ist die Welterklärerin und sie erklärt, wie die Welt aussieht. In beiden Frauenkombinationen ist immer eine der unangefochtene Boss, die eine wegen Schönheit und sozialem Status, das sie sehr pflegt, und im anderen Fall, in dem Fall der Oberlehrerin und der Opinionleaderin, wegen sozialer Kompetenz. Und beide Freundschaftskonstellationen bergen die Gefahr, dass sich die anderen Frauen, die meist ein bisschen unsicherer sind oder sich von der Natur aus für weniger begütet halten, dieser Situation unterordnen. Und wenn sie irgendwann nach Gegenseitigkeit streben, also auch anfangen aufzublühen, ihren sozialen Standard zu verändern, kommt es ganz oft zu einer massiven Kränkungsreaktion auf Seiten der Schönheit oder der Opinion-Leaderin, und sie fängt dann an, gegen die Freundinnen zu agieren, sie abzuwerten und zu entwerten, und das endet nicht selten in der psychotherapeutischen Praxis, weil sich die jungen Frauen, die in solchen Konstellationen befinden, oft einem dann Mobbing ausgesetzt werden, also die College Beauty, oder ich sage das so ein bisschen salopp, aber es ist oft so, setzt dann alle Hebel in Bewegung und ihr ganzes soziales Kapital, um die anderen Frauen abzuwerten und aus dem Rennen zu drängen, was bei den Betroffenen, die sich ihr dann oft freiwillig untergeordnet haben,
zu einer massiven Not führt, weil die Leute halt, die Frauen eine ganz große soziale Macht haben und die dann gegen die Freundin loslassen und die verächtlich machen, weil, wie gesagt, diese narzisstisch versehrten Frauen haben zwar Freundinnen, halten die aber wie ein Hofstaat, spielen die gegeneinander aus, und das Merkmal ist oft, dass es was Ausbeuterisches hat, wie man in den Videos auch zu Narzissmus sehen kann, und dass nicht wirklich eine Gegenseitigkeit angestrebt ist. Und es ist auch wirklich keine tatsächliche Empathie in diesen Beziehungen vorhanden. Also die, die oben ist, sieht nicht, wie es denen geht, die in der sozialen Hierarchie dann weiter unten stehen. Das läuft auch in der Beziehungskategorie dieser oberlehrerhaften Freundin, die mehr diese Opinion-Leaderin ist, die sich über andere sozial erhebt, genauso. Sie hat die soziale Deutungshoheit und verteidigt die durch so eine Art intellektuelle Oberhoheit. Wenn sie aber irgendwie herausgefordert wird, wird die andere Person in Frage gestellt, die Freundin, die wagt, dagegen zu gehen, wird abgewertet. Und auch hier ist es was toxisch-narzisstisches, weil einfach keine Gegenseitigkeit angestrebt ist. Wenn man einigermaßen nicht narzisstisch versehrt ist, sucht man sich Freunde, die auf dem gleichen Niveau sind oder auf dem Niveau sogar oben drüber und einen herausfordern. Aber in solchen Konstellationen ist oft keine Gegenseitigkeit gefordert, weil es den Selbstwert der Meinungsführerin oder der durch Schönheit Besegneten in Gefahr bringt, und dann geht oft so eine Vernichtungsspirale, ein Ausschluss, ein Mobbing einher, eine Verächtlichmachung, und das kommt ganz oft bei mir in der Therapie an, wo man dann sieht, wo dann plötzlich eine junge Frau mit Depressionen kommt und sagt, ich hatte eine Freundin seit Ewigkeiten, die hat mich ausgeschlossen, und wenn man dann in die Anatomie geht, sieht man, dass sie auf eine relativ narzisstisch versehrte Person reingefallen ist. Die erste, die College-Schönheit, ist oft von den Eltern total narzisstisch überhöht worden, aber wirklich nicht emotional ausgefüllt worden und ist nur für äußerliche Attribute aufgewertet worden und nicht emotional ausgestattet worden. Die Oberlehrerin ist meistens schon in der Kindheit früh von den Eltern emotional missbraucht worden, also parentifiziert worden, und nutzt diese tragische Rolle, indem sie daraus soziales Kapital schlägt, kann aber aufgrund der eigenen emotionalen Versehrtheit nicht in die Gegenseitigkeit gehen. Und die Frauen, die solche Freundinnen haben, wo das irgendwann schief geht, das geht meistens dann schief, wenn die Frauen anfangen zu wachsen, kommen dann oft mit einer Depression, einem Bindungsabbruch und einem sozialen Mobbing in Therapie, weil sie halt in so ein toxisches Beziehungsmuster reingeraten sind. Der nächste Typus ist eigentlich auch sehr häufig vertreten, das ist die ewig Bedürftige. Also das sehe ich ganz oft, dass gerade so Frauen in den 30ern, wenn die familiär angekommen sind, oft immer so im Freundeskreis eine Freundin haben, die total bedürftig ist, bei der nichts weitergeht, die immer psychisch sehr, sehr belastet ist und die an den anderen dranhängt und es geht nichts vorwärts. Also nochmal, das hier ist kein Aufruf, dass man sich nicht um andere kümmern soll oder nicht für andere da sein soll. Aber wenn es exzessiv wird, die eine Freundin, wo nichts weitergeht, die nur Energie zieht, die sich nicht um ihre Sachen wirklich selber kümmert und auch nie wirklich anfängt, an ihren Ursachen zu arbeiten und einfach nur im Sinne bemuttert und emotional aufgefangen werden, das hat auch was Ausbeuterisches. Und meistens sind das ganz versehrte Frauen, die sich an eine relativ gesunde Frau dranhängen und eigentlich in dieser gesunden Freundin die Mutter suchen. Und das ist aber auch nicht auf Gegenseitigkeit ausgelegt, weil es ausbeuterisch ist. Weil diese schwer belastete Frau immer nur Energie zieht, es kommt aber nichts zurück. Und man muss sich immer vor Augen führen, dass gesunde Beziehungen immer unterm Strich gegenseitig sein sollten. Es gibt in Freundschaften mal Phasen, wo man schlechter drauf ist und der andere mehr gibt. Aber über die Länge der Freundschaft tariert sich das aus. Und das ist gerade so eine Beziehung, die nicht gegenseitig ist, weil immer nur die eine Energie zieht, sich nicht weiterentwickelt und nur bemuttert werden soll. Das ist auch eine Form von narzisstischer Ausbeutung, wenn es auch auf den ersten Blick gar nicht so herkommt, weil die Frau immer leidend ist. Der letzte Fall taucht auch öfters auf, habe ich auch schon oft in der Praxis behandelt, sowohl auf der Täter- als auch auf der Opferseite. Das ist so die prickelnde neue Freundin. Also das hat man ganz oft gerade so jetzt um die 40 rum, wo alle Konstellationen gesettelt sind, dass plötzlich eine neue Freundin, die hübsch und schillernd ist, auf den Plan kommt, im Fitnessstudio oder irgendwo kennengelernt, und man fühlt sich ganz geschmeichelt, dass man so eine neue tolle Freundin hat. Und die aus irgendwelchen Gründen neu in der Stadt ist und ihre ursprünglichen Bezüge verlassen hat. Und plötzlich merkt man, wie sich die neue Freundin
an einem dranhängt und nach sich in die sozialen Beziehungen infiltriert und anfängt, einen selber so als Türöffner zu benutzen, wo dann aber nichts zurückkommt. Und irgendwann hat die den ganzen Freundeskreis auch umgegraben oder noch schlimmer, hat sich versucht, einen eigenen Ehemann ranzumachen. Das habe ich schon zweimal behandelt. Das sind oft Frauen, die aus ganz ausbeuterischen Verhältnissen kommen und ihr Heil immer in der Flucht suchen. Und die hängen sich oft an Frauen, die gut im Leben stehen, dran, spielen eine Art von tiefer, inniger Freundschaft vor. Das ist aber nicht auf Gegenseitigkeit ausgelegt, sondern die wollen einfach nur an das soziale Bezugssystem kommen und die, der sie vordergründig die Freundschaft vorgaukeln, nur ausnutzen, um dann weiterzukommen. Und das hat einen zutiefst ausbeuterischen Charakter auch, weil kein wirklich gegenseitiges Interesse besteht und auch keine Empathie für die anderen, weil keine Rücksicht auf die sozialen Bezüge genommen werden. Diese drei Varianten, die ich jetzt geschildert habe, sind immer so, tauchen immer wieder mal in der Praxis auf, wo man so Narzissmus und toxische Beziehungen unter Frauen sieht, was am Endeffekt doch recht schlimm ist, weil es immer wieder bei Frauen zu Depressionen führt, wenn man betroffen ist. Kommt natürlich auch bei Männern vor, aber ungleich seltener. Und da kann man immer schon ein bisschen drauf Acht geben, wenn man diese Beziehungsmuster entdeckt, dass man nicht so viel gibt, dass man immer auf Gegenseitigkeit guckt und sich ein bisschen schützt, weil diese Formen von narzisstischer Ausbeutung auch in Frauenfreundschaften vorkommen. Und das Video war so ein bisschen dazu gemacht, um mal da die Sinne für zu schärfen, wie gestalte ich eigentlich meine Frauenfreundschaften? Ist das noch was, was mir gut tut? Oder ist das was, was nachher eine ausbeuterische Beziehung läuft, für die ich die Kosten trage? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, guckt euch die anderen Videos zum Thema an. Vielen Dank fürs Zuschauen.